Das Militär hält uns zum Narren. Wir müssen das Projekt beenden. Keine Panik. Wir sollten etwas finden, das das Leben verlängert und die Immunität des Körpers verbessert. Es gerät außer Kontrolle. Sie werden die Ergebnisse für Ihre Zwecke missbrauchen. Das ist zwar nicht vertretbar. Wie kannst du so denken? Wir können doch nicht tatenlos zusehen und die Augen davor verschließen. Wir schaffen für sie synthetische Soldaten. Kampfmaschinen. Fairer Deal. Denn die medizinischen Vorteile... Das sind Killer. Übertreib doch nicht immer so. Die Genmerkmale werden von uns immerhin verbessert. Wir sind doch im Grunde nichts anderes als Blumenzüchter. Blumen? Blumen töten niemanden. Das, was wir hier tun, ist falsch und tödlich. Nehmen wir an, hier ist irgendwo ein Leck? Gar nichts wird passieren. Wenn es ein Leck gibt und sich der Virus irgendwie ausbreitet, hat das undenkbare Folgen. Es wäre das Ende der Menschheit. Hallo, alles klar? Ich habe mir Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Ja, Gott sei Dank. Wo sind wir hier? In unserem... Sieht aus wie ein botanischer Garten. Wald. Was ist mit dir, Rusk? Ist alles klar? Nein. Die Infektion breitet sich aus. Fass mich nicht an. Es ist... Kein Grund zur Sorge. Richtig, ist ja nur Schleim. Du bist doch noch gesund, oder? Sieht so aus. Gut. Vielleicht hat die Desinfektion bei dir ja was bewirkt. Wird wohl so sein. Gut so. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich hasse es, dich so zu sehen. Du wirst gesund. Denkst du? Da wäre ich nicht so sicher. Ja, jetzt ist ganz schön viel passiert. Und zwischendurch, ich hätte so gerne einen Kommentar nach dem anderen reingeworfen, aber das hat einfach zeitlich nicht gepasst, ne? Also zum einen, Mensch, wer denkt sich denn aus, ein Virus künstlich zu erschaffen? Und was ist, wenn ein Leck ist und das ausbricht? Das sind so Sachen, passiert nie. Vor allem in Videospielen nicht, ne? Nie passiert das. Niemals. So, dass Millie mit der ganzen Sache mehr zu tun hat, als sie vorgibt, war uns ja schon klar. Jetzt haben wir so ein bisschen noch die Bestätigung. Und zwischenzeitlich heiße ich euch auch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Overblood. Ich denke, ich habe in der Videosequenz entsprechend eine Schwarzblende verwendet. So, jetzt ist die Frage, kenne ich das noch? Kenne ich das nicht mehr? Aber eigentlich, also es kommt mir zumindest bekannt vor. Also die Szene aus dem Dekontaminationsraum kommt mir auf jeden Fall... Also das war so ein... Oh nein, warte mal, da passiert gleich was. Oh nein, wir werden gleich angegriffen. Aber ich meine nicht, dass das die Stelle ist, wo ich hing. Also wenn, dann war das erst vielleicht in der nächsten... Wofür ist der Knopf? Wasser wird abgelassen. Zum Wasser ablassen. Aber sah jetzt nicht danach aus, als wäre das vollständig abgelassen, ne? Da ist noch ein Knopf. Knopf? Knopf? Knopf! Oder halt auch nicht. Sonst habe ich ja auch nur... Es ist etwas dazwischen. Oh, Magazin. Nehmen. Sehr gut. Reservemunition. Ja, nachdem sie anscheinend alles verschossen hat,
halt die Frage. Jedes Magazin enthält 10 Kugeln. Verbleibende Munition 0. Habe ich das jetzt? Nee. Ich weiß halt nicht, wie man die nachlädt, ne? Das ist es halt. Ich muss mal eben speichern. Ich möchte das nämlich gerne mal ausprobieren und habe Angst, dass ich dann plötzlich die Waffe nicht mehr ablegen kann. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Munition es gibt und wofür wir sie am besten aufheben sollten. Das ist es halt, ne? So. Die brauche ich jetzt nicht. Danke dafür. So viel dazu, dass ich ausprobieren wollte, ne? Kein Wasser mehr da. Ah, nee, ist ja doch komplett. Das ist der Abfluss. Wir gehen hier entlang. Komm jetzt, Millie. Okay, da ist gar nichts mehr gewesen. Ich dachte, man müsste 2 Knöpfe drücken oder so. Weil da halt auch so noch so ein Bild war. Also hier so optisch. Irgendwas ist hier faul. Ja, danke. Vielleicht. Irgendwas ist hier faul. Aber daran kann ich mir zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich bei der Sequenz davor irgendwie immer hängen geblieben bin. Beim besten Willen nicht. Hier geht's nicht weiter. Eine Sackgasse. Ja. Ah, guck mal. Wenn ich mich ducke, dann geht's. Da geht's weiter runter. Geh schon auf. Bin auf jeden Fall irgendwo anders jetzt. Okay. Okay, ich würde mal sagen, das Ventil da hinten aus. Kann ich das betätigen? Das ist ein Ventil zum Öffnen von Türen. Lässt sich aber, bewegt sich nicht, zu viel Rost. Habe ich hier irgendwas? Oh, den Ölkanister habe ich noch bei mir. Na Gott sei Dank habe ich den in der hinteren Hosentasche aufbewahrt. Jetzt bewegt er sich. Ja, dann bewegt ihn auch. Aber wenn es heißt, öffne Türen, dann öffnet sich das. Okay. Kann ich auch rennen? Ja, kann ich. Perfekt. Weil ich echt Angst habe, dass ich aus dem Wasser angegriffen werde. Es ist wirklich so ganz schlimm. Ist mir schon zu oft passiert in Spielen. Hörst du das? Was kommt denn jetzt? Bestimmt ein Krokodil oder so. Oh, 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 oh. Hüpf, hüpf, hüpf. Da oben ist ein Gitter. Hüpf. Oh Gott. Ich habe direkt das Gitter schon von Anfang an gesehen und dachte mir so, okay, ich mache lieber einen Bogen drumherum, aber Glück gehabt. Und wir leben. Genau das. Gut, dass ihr euch automatisch drunter gestellt habt. Darf ich speichern, Jane? Weil wie gesagt, ich dachte mir, ich mache extra einen Bogen drumherum. Nicht, dass da irgendwas runterfällt von oben. Ne? Ja, kommt eine Welle von vorne, ne? Gut, dass die sich direkt drunter gestellt haben. Gut, dass ich mir dachte, ich muss hüpfen. Ja gut, ducken hätte auch keinen Sinn gemacht. Oder irgendwie anderweitig abhauen wäre ja auch nicht machbar gewesen. Oh Gott. Ich sagte doch, ihr erschreckt mich noch. Ist nett gewesen, ist direkt zu mir gesprungen. Und ich bin echt wieder komplett geheilt, das ist auch gut. Wenn er jetzt die ganze Zeit das so macht, finde ich gut. Nein. Nein, ah verdammt. Hey! Nicht nett. Boah, kelle Mensch.
Okay, ich habe ihn besiegt. Oh, also. Uff. Da kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob ich langsam den Punkt erreicht habe, wo ich... Dann... Halt. Ob ich das überschritten habe. Ach, wir machen einfach weiter. Wir gehen gar nicht mehr drauf ein. Wir machen einfach weiter und gut ist, ne? Oh, ein Fahrstuhl. Oh, coolio. Ist hier noch irgendwas? Weiß ich nicht. Wer weiß, was ich vielleicht an brauchbaren Sachen schon übersehen habe. Na Gott sei Dank. Das denke ich mir gerade auch. Schade, dass die Folge noch zu kurz ist. Das wäre sonst richtig ideal. So, nächste Ebene, nächste Folge dann. Nicht schon wieder! Halt dir aus, Russ! Du schaffst es! Ich verbrenne, mein Arm! Fühlt sich an wie Feuer! Sei stark, Russ! Sei stark! Oh nein! Nicht noch einer! Lauf, Millie! Renn schnell weg! Zurück, Millie! Russ! Schnell, stopp den Aufzug! Ich halte ihn fest, solange es geht! Halt ihn fest, Russ! Russ, jetzt lass los! Siehst du? Du bist doch in ganz guter Verfassung. Ich wünschte, ich könnte das so einfach glauben. Da! Es wird schlimmer. Zeus? Ja? Wann erreicht der Reaktorkern den kritischen Punkt? Circa 67 Minuten bis zur totalen Zerstörung. Um sie hier rauszukriegen, bleibt nicht viel Zeit. Rettung ist problematisch. Sensoren signalisieren große Zerstörungen in allen Sektoren. Wir müssen sie retten, bevor die Metamorphose abgeschlossen ist. Seine Metamorphose ist nicht aufzuhalten. Sonst wird er sie angreifen, so wie die anderen. Ich weiß, er ist der Erste, der sich schrittweise verändert, nicht spontan wie seine Vorgänger. Ja, durch die langsame Veränderung könnte er die Metamorphose möglicherweise überleben. Vielleicht wird er unser erster Erfolg. Ein lebensfähiger Biogenorganismus. Die Jahre der Forschung waren doch nicht umsonst. Schade, dass wir ihn trotzdem neutralisieren müssen. Wir benötigen ihn zu Studienzwecken. Schlage vor, ihn nicht zu vernichten. Nein, nein, das dürfen wir nicht. Wir können ihn außerdem an keinem Ort der Welt wirklich sicher verwahren. Wenn wir ihn von Milli trennen, wird ihm die Rettung erschwert. Keine Entschuldigungen. Nur ihre Rettung interessiert mich. Und sein Ende. Klar? Verstanden. Wir müssen jetzt weiter, Russ. Glaubst du, du schaffst es? Es tut kaum noch mehr weh. Brechen wir auf. Wie kann er nur so lang durchhalten? Das Arna-Virus führte doch bisher in eine unmittelbare Veränderungsperiode. Ich sollte mich freuen. Endlich haben wir mit Russ unseren ersten Erfolg. Millie! Hier, Russ! Ich bin hier! Wir haben wirklich keine Zeit. Gehen wir. Ich komme ja schon, Russ. Ich muss schnell einen Weg finden, um den Virus zu zerstören. Ohne Rücksicht auf das Projekt. Er ist mehr wert. Okay. Speichern. Okay. Das Interessante ist jetzt aber wieder, die Szene aus dem Fahrstuhl kommt mir jetzt wiederum bekannt vor, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, mal gucken. Spätestens, wenn ich hänge, weiß ich, da hing ich. Ach, wir wollten das ja gar nicht mehr thematisieren, fällt mir gerade ein. Jo. Okay, Laserschranken.
Laser sieht nicht gut aus. Komm, wir gehen erstmal nach rechts. Ein Kartenleser. Ich brauche die richtige Karte. Wir haben die da. Hatte keine Wirkung. Wir haben die rote. Hat ja auch keine Wirkung. Okay, also haben wir die richtige Karte schon mal nicht. Dann bleibt uns ja nur der Weg, der sich sehr wässrig anhört. Okay. Ein Aufenthaltsraum. Eine Höhle. Ach so, dieses Klischee, ne? Unterirdische Labore. Eine Riesenhöhle und so tief. Lystra Labor. Okay. Lystra Labor. Alles klar. Warum sagt er nur das? Macht das irgendwie Sinn, dass ich mit Millie daran gehe? Wenn ich das Virus aus seinem Körper bringen will, muss ich ihn schnellstens ins Lystra Labor schaffen. Okay. Haben wir immer ein bisschen mehr Informationen bekommen als nur Lystra Labor. Das ist also unser Ziel. Kann ich hier irgendwas finden? Nein. Aber ehrlich... Oh, da ist so... Oh, noch ein Magazin. Aber ehrlich gesagt müsste man eigentlich überall mal irgendwie lang... Ein Aquarellgemälde mit Unterschrift. Raka kann ich nicht lesen. Müsste man überall watschemäßig herumlaufen. Weil das sind so nicht offensichtliche Verstecke, ne? Aber irgendwie komme ich jetzt auch nicht weiter. Ja, ich habe hier ein Magazin gefunden. Schön und gut. Die andere Tür ist verschlossen. Hier ist ein... Ah, das. Irgendwie was. Ein Passwortschloss. Warte mal. Passwort ungültig. Erneut Eingabe. Ich habe mir die Zahlen mal aufgeschrieben gehabt, die wir vom Memo haben. Aber das sind jetzt die einzigen Zahlen, die mir im... Also... jetzt in den Sinn kommen, was helfen könnte, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschrieben habe. Gut, dass wir das Memo-Dings auch noch haben, wie ich gesehen hatte. So, da kann ich lange raten. Ja, ja, ja. Weißt du gar nicht. Ich habe nämlich beim Durchblättern gesehen, dass wir das noch haben. Da. Das untere, letzte brauche ich ja nicht aufschreiben. 91861 und 16819. Das sind die beiden, die noch möglich sind im Grunde genommen. Also ich hoffe es jedenfalls. Fangen wir mit dem ersten an. 9, 1, 8, 6, 1. Wäre natürlich cool, wenn das funktioniert, weil dann hätten wir was, was wir aus der ersten Ebene bekommen haben, jetzt hier in der dritten Ebene. Das wäre schon richtig cool. Passwort korrekt. Oh! Türe entriegelt. Alles klar. Das ist super. Laser wurde deaktiviert. Jetzt können wir weiter. Können wir das wieder aktivieren, dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Wo bin ich denn jetzt? Würde aber keinen Sinn machen, ne? Eine Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier durch. Es gibt nur diesen Weg. Springen? Ich glaube, das schaffe ich nicht.
Vielleicht können wir die Spalte überbrücken. Ich sehe mich um, ob ich etwas finden kann. Okay. Okay. Irgendwie überbrücken. Vielleicht mit dem Aquarell. Als ob das ausreichen würde, ne? Vor allem, wir haben da einmal noch die verschlossene Tür. Hier kann ja eigentlich nichts sein. Vor allem, jetzt gehe ich auch noch alleine los. Es kann ja eigentlich nur irgendwas hier sein. Tisch. Stühle. Nimm die Couch mit. Das geht doch bestimmt mit der Couch. Nichts, das will er aber auch nicht mitnehmen, ne? Hier so ein Tisch. Will er auch nicht mitnehmen. Warum auch, ne? Das Aquarell, das ist ja eigentlich nicht groß genug. Deswegen, ich verstehe es nicht. Was will der denn jetzt mitnehmen? Dahin tun oder irgendwas dergleichen? Auch nichts sein und das ist ja zu. Braucht die richtige Karte, die habe ich nicht. Und hier ist ja auch nichts. Ist dort irgendwas, was ich jetzt gerade übersehe? Mir fällt auch gerade auf, die Zeit ist eigentlich vorbei, ne? Aber ich weiß nicht, was. Nicht danach aus. Naja, ich würde mal einen Schnitt machen und mir mal Gedanken machen, wie wir weiterkommen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dann, tschüss, eure Tai.